Willkommen zu Bezocker TV und heute mit einem weiteren Video. Ja, und heute geht es dann mal um das Reaktionsvideo, was ich ja schon im Stream halt versprochen habe, dass ich eins machen werde. Ihr habt mich ja des Öfteren angeschrieben, dass ihr das gerne mal sehen möchtet. Und ja, ich habe gedacht, okay, heute ist es dann soweit, heute habe ich ein bisschen Zeit, heute mache ich das mal. Und habe dann bei YouTube mal ein bisschen geguckt und da ist mir halt ein Video ins Auge gefallen. Und zwar der Beef zwischen Unge und Monte. So, ich habe jetzt gesehen, das Video ist zwar schon 2 Wochen alt, habe es mir angeguckt, fand es mega geil bearbeitet, also es ist wirklich Bombe gemacht. Und allein schon die ganze Detailarbeit, die da drin steckt und so, und das ist alles, ja, das sind ja eigentlich nur Videos oder Streams, die zusammengeschnitten sind mit Musik und das ist richtig geil gemacht. Also wenn ihr es noch nicht gesehen habt, obwohl ich glaube, dass eigentlich mittlerweile fast alle davon gehört haben, wenn ich das so sehe, dann schaut es euch an, das ist richtig, richtig geil gemacht. So, und jetzt habe ich halt im Internet ein bisschen geguckt und ihr seht jetzt auch den Kanal. Der Kanal nennt sich On Point. Da sind verschiedene Sachen drauf. YouTube-Kacke, wie sich das Ganze nennt. Verschiedene Videos von Unge sind da zusammengeschnitten und so weiter und so fort. Und gestern wurde praktisch hier der Beef von Unge und Monte Runde 2 hochgeladen. Ja, und ich bin echt gespannt. Ich bin richtig gespannt, weil Teil 1 war wirklich mega. So, und ich erwarte eigentlich jetzt, wenn ich das schon sehe, von den Zahlen her, was hier, ne, dass es auch mega geil gemacht ist. Also ich erwarte eigentlich nichts Schlechtes. So, und ja, ich würde sagen, wir fangen einfach an und ja, wir schauen, was passiert. Was bisher geschah? Alter, was ist das für eine Scheißmusik hier? Das kann nicht sein! Oh ja, korrekt, danke, dass du mir erstmal kapierst. Hier, das ist, was ich meinte gerade hier, diese Detailarbeit hier, Red Hat zum Beispiel, weißt du? Oder hier Lapa Lingo, das ist. Das ist schon cool gemacht, also ehrlich, das ist echt richtig gut gemacht. Na, Kecko, Alter. Baba, danke. User. Unge live, nicht stören. Joined your channel. Was geht? Was geht? Ja, hallo? Digga, ich liebe diesen Song, ne? Ohne Scheiß. Uff. Der fühlt sich so richtig an wie Ficken, Alter. Ohne Scheiß. Ich komm fast bei dem Song, Digga. Ja, wie Ficken ist der Song, Digga? Jetzt hier, gönn dir nochmal, Digga. Mach's nicht nochmal, Junge. Mach's einfach nicht nochmal. Junge, was ist mit dir? Der Song ist geil, Alter. Was los? Oh, warte mal. Jetzt, wo du's sagst. Digga, der Song, Alter. Brrr, Digga. Ich liebe diesen Song. Ja, das haben wir auch mittlerweile verstanden. Nee, ist so, Digga. Ganz einfache Sache. So, und jetzt DJ. Mann, du machst mich so. Du machst mich einfach so. Wie er einfach tanzt, ey. Das sieht so geil aus auf die Musik. Das passt so gut, ey. Du ekelhafter Mensch. Das tut mir jetzt echt leid, Alter. Sei einfach vorsichtig, mein Lieber. Weil das, was du tust, ist Belästigung. Und das ist kein Scherz, das ist nicht lustig. Das, was du tust, ist kriminell. Really jetzt? Ja. Und wenn du an die falsche Person gerätst, dann ja, kriegst du ganz schön Probleme. Ja? Das hier im Internet ist alles noch ein Larifari. Aber ich hoffe, du hast der ganzen Sache gehört. So. Ob und wie Menschen Gewalt anwenden, hängt stark von der Prägung im Elternhaus. Einfach hier unten. Statt hilf mir, milf jetzt. Das ist richtig geil, oder wird's richtig geil. Ob und wie Menschen Gewalt anwenden, hängt stark von der Prägung im Elternhaus ab. Denn wenn man erlebt hat, dass die eigenen Eltern versuchen, Probleme mit Gewalt zu lösen, neigt man selbst auch eher dazu. Gewalt ist und kann aber nie eine Lösung sein. Monte, beruhig dich einfach, beruhig dich. Ich bin kurz Dings muted. Bleib einfach entspannt. User joined your channel. Hallo. Was ist dein Thema? Ach, wie geil. Oh, nee. Domiade. Digga, wir sind erwachsene Männer. Und wenn wir irgendwas auszutauschen haben an Informationen, dann schreibt er mir bei WhatsApp oder ich schreibe ihm bei WhatsApp. Muss sich natürlich wieder einer einmischen. Also, da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Ja, genau das ist nämlich das Problem. Du hast auf nichts Bock. Fresse, Redhead. Weil ich orange Haare habe. Hallo, ich bin Christian Solbecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei. Garantiert schon gehört. Es droht, Mutter.
Montana Black möglicherweise Knast. Jawohl. Wenn der ein oder unangenehm, andere Staatsanwalt sich auf ihn einschließt. Es geht hier nicht nur um die Teilnahme am illegalen Glücksspiel. Nein, nein, nein. Wir haben auch noch Paragraph 284 Absatz 4 Strafgesetzbuch. Da geht es darum, dass er auch noch Werbung für öffentliches illegales Glücksspiel macht. Auch da gibt es nochmal eine Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr. Die Behörden sind informiert. Dazu sind wir verpflichtet. Ich hoffe, dass das alles bald sehr richtig geregelt wird. A few moments later. Ich muss ein Fenster zumachen. Ey, ohne Witz, wie geil ist das denn gemacht, ehrlich, ohne Witz. Richtig stark, ey, das ist Hammer. Komm, wir gehen noch kurz zurück, ja, wenn der hier durch die Decke bricht, das gucken wir uns nochmal an jetzt. Also. Ach, verdammt, das hätte nämlich genau nicht passieren sollen. Huch. Was stand da jetzt? Was stand da jetzt? Marcel, was? Marcel verliert die Kontrolle. Nämlich genau nicht passieren sollen. Huch. Er sitzt bis zu seiner Verhandlung in Untersuchung. Alle handelnden Personen sind frei ertrunken. Marcel sitzt bis zu seiner Verhandlung in Untersuchungshaft. Gegen den 23-Jährigen wurde Anklage wegen versuchten Mordes, gefährlicher Körperverletzung, Nachstellung und Einbruchs erhoben. Ihm droht eine mehrjährige Freiheitsstrafe ohne Bewährung. Viel zu krasse Special Effects, ich komme nicht mal auf mein Leben klar. Also wie geil ist das gemacht, bitteschön, Leute. Das ist richtig, richtig gute Arbeit, ehrlich. Also ich finde es mega, mega geil. Ja, wie gesagt, wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann schreibt mir in die Kommentare. Über ein Like und ein Abo würde ich mich natürlich freuen. Checkt auch die Kanäle der Jungs aus. Ich werde On Point, Unge und Monte natürlich auch verlinken. Und ja, wie gesagt, wir sehen uns beim nächsten Video, Leute. Haut rein und ciao.